Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um das Land Chile. Ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich hier mal nicht, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch natürlich hier oben auch nochmal in der Ecke verlinkt. Ganz wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und ich will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also auch nie so wirklich ausschließlich auf diese Informationen hier in diesem Video verlassen und euch darüber hinaus auch informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Dann steigen wir auch mal so gleich ein mit meinen Tipps zur Anreise. Aus Deutschland bestehen meist Umsteigeverbindungen nach Chile. Meist gehen diese über Madrid in Spanien, Buenos Aires in Argentinien, die USA oder auch Brasilien. In meinem Fall bin ich über Buenos Aires geflogen. Zunächst etwa erstmal 11 Stunden eben dorthin und dann noch einmal quer über den Kontinent und schließlich die Andenkette nach Santiago de Chile. Die Flugpreise liegen im Bereich von 800 bis 1200 Euro. Viele Leute kombinieren einen Chile-Trip aber auch noch mit dem Besuch eines Nachbarlandes, gern Argentinien. Ja, wie sich die Anreise auf dem Landweg gestaltet, dazu mehr im nächsten Punkt. Dann wären wir nämlich damit auch schon gleich bei der Einreise. Im Flugzeug wird die Tarjeta de Turismo, also eine Touristenkarte, ausgeteilt, die es auszufüllen gibt. Ebenso eine Zollerklärung. Am Einreiseschalter wurde ich mit nur einer Frage konfrontiert. De donde viene? Woher kommen Sie? Meine Antwort, de Buenos Aires, vivo en Alemania. Aus Buenos Aires, ich lebe in Deutschland. Bei der folgenden Agricultural Inspection wird das Gepäck gescreent und die Zollerklärung abgegeben. Dann heißt es auch schon Willkommen in Chile. Den unzähligen lauernden Taxifahrern am Arrivals-Ausgang sagt man freundlich No gracias ins Gesicht, es sei denn, man braucht ihre Dienstleistung vielleicht, je nachdem. Bei der Einreise über Land wird die Touristenkarte ebenfalls ausgefüllt und verbleibt im Reisepass. Beim Check-in von Hotels oder der Entgegennahme von Mietwagen müssen die Karte und auch Reisepassnummer stets vorgezeigt werden. Das Personal macht beim Check-in eine Kopie davon. Beim Grenzwechsel zwischen Argentinien und Chile muss man stets Zeit einplanen, die Formalitäten können gern bis zu einer Stunde andauern. Man muss zuerst am Grenzhäuschen der Chilenen ausreisen und am zweiten Häuschen der Argentinier dann einreisen. Ja, und prinzipiell macht man dann folgende Prozedur mit. In den Grenzhäusern gibt es Schalter, oft bezeichnet mit Paso 1, 2 und 3, bei denen man einzeln vorspricht. Bei Nummer 1 wird der Pass kontrolliert und man reist aus bzw. ein. Bei Nummer 2 reist dann das Fahrzeug aus bzw. ein und Nummer 3 ist dann der Zoll bzw. die SAG, bei der man seine Sachen zu deklarieren hat. Man bekommt dann einen Bestätigungszettel in die Hand, dass man drinnen alles erledigt hat. Draußen gibt man dann einem Grenzbeamten den Zettel ab und der macht nochmal eine kurze Fahrzeugkontrolle und man darf passieren. Chile ist schon von daher besonders interessant, als dass das Land so derart langgezogen ist. Die Landesbreite ist eher überschaubar, aber die Ausdehnung von tropischen bis vorarktischen Breiten ist durchaus faszinierend. Überdies zieht sich das Land entlang der Andenkette, deren Gipfel sich in immense Höhen auftürmen. Chile beherbergt auch mit der Atacama eine der trockensten Wüsten dieser Erde. Der Chilene selbst ist freundlich und hilfsbereit, aber stellenweise doch etwas reserviert. Man wird also nicht so ohne weiteres einfach angesprochen, wie man das zum Beispiel aus den USA oder auch Asien her kennt. Ein Hola Buenos Dias oder kurz Buenas kommt vielen Leuten aber schon über die Lippen. Man merkt, dass der Sprachfokus natürlich auch mehr auf Spanisch als auf Englisch liegt. Zur Begrüßung ist es Usus, dass sich gute Freunde einen Kuss auf die Wange geben und ¿Cómo es das? Wie geht's? Fragen. Die Frage des Klimas lässt sich bei einem derart langgezogenen Land eigentlich nur mit vielfältig beantworten. Während der nördliche Teil im Sommer oft heiß und trocken ist, bietet Patagonien im südlichen Teil dagegen kühleres Wetter und auch stellenweise recht steife Winde. Santiago und die nördlich gelegene Atacama-Wüste habe ich tagsüber mit knapp über 30 Grad Celsius erlebt. In Punta Arenas hat der Wagen am Flughafen zur Mietwagenabgabe im Wind stark gewackelt. 20 Grad im Nationalpark Torres del Paine waren aber im Dezember genauso drin. Wir kürzen das hier einmal ab mit den Worten, Chile hat in Sachen Klimazonen wohl fast alles im Programm.
Das chilenische Stromnetz hat 220 Volt. Unsere verwendeten flachen Euro-Stecker gehen in die chilenischen Steckdosen direkt ohne Adapter hinein. Für die großen Schuko-Stecker scheint ein Adapter aber nötig, sofern man den Schutzleiter mitbenutzen möchte. Landeswährung in Chile ist der Peso. Das Netz mit Bankautomaten ist gut und, naja, viel mehr hatte ich mir zu diesem Punkt damals eigentlich gar nicht aufgeschrieben und deshalb kommen wir nun zum Thema Internet. Abgesehen von den kostenlosen WLANs in den Hotels, mal mehr, mal weniger schnell, gibt es unter anderem folgende Mobilfunkanbieter, Claro und Enetel. Beide bieten unterschiedliche Tarifmodelle an. Für Touristen ist wohl eine Prepaid-Karte sinnvoll, auch Spanisch Prepago genannt. Claro bietet zum Beispiel 3 GB für rund 20.000 Pesos, 1,5 GB für 10.000 Pesos und 700 MB für 5.000 Pesos an. Am Santiago Airport gibt es zwar kleine Stände beider Anbieter, diese verkaufen jedoch nur Mobiltelefone und keine GSM-Karten. Internet auf der Osterinsel und im Nationalpark Torres del Paine kommt nur über Satellit und ist daher gegebenenfalls nicht schnell oder fällt auch möglicherweise mal aus. In den Hotels ist es fast immer kostenlos und wird fast überall angeboten. Dann kommen wir mal zum Thema der Übernachtung. Ja, Hotels finden sich in den Städten meist im Innenstadtbereich. Wer es preiswerter und gegebenenfalls auch etwas alternativer mag, der kann in Form der Hosterias Vorlieb nehmen. Nur sehr selten finden sich Hinweisschilder am Wegesrand. Es kann also durchaus nicht schaden, wenn man schon in etwa weiß, wo sich Hotels befinden. Im Zweifelsfall fährt man einfach Richtung Stadtzentrum, um eine Bleibe für eine Nacht zu finden. Der Check-in klappt in Chile meist nicht unbedingt in Englisch. Ein paar Brocken Spanisch sind also durchaus zu empfehlen. Mancherorts sind sie auch einfach zwingend notwendig. Frühstück ist inklusive und ausreichend bis reichhaltig. Checkout ist meist so im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr. WLAN gibt es gratis dazu. In abgelegenen Gegenden ist es langsam und kommt über Satellit. Eine Einkaufskette in Chile heißt zum Beispiel Unimark, deren Häufigkeit jedoch nicht so groß ist. Getränke und Kleinigkeiten des täglichen Bedarfs erhält man am Straßenrand, auch oft in kleineren, kioskähnlichen Läden und Tankstellen. Eher selten sind mir die von uns bekannten Einkaufsläden mit großen Parkplatzflächen begegnet. Manche Unimark-Filialen haben aber dennoch eine. Apotheken sind am grünen Kreuz Cruz Verde zu erkennen. Die chilenische Küche ist spanisch geprägt und weist auch einen gewissen Fokus auf Fisch aus. Wenn es nicht gleich ein ausgewachsenes Menü ist, sind die Empanadas zu empfehlen. Das sind gefüllte Teigtaschen, die durchaus für einige Zeit satt machen können und auch gar nicht so viel kosten. In Sachen Fastfood gibt es auch an abgelegenen Orten manchmal wenigstens die Chance auf einen Hotdog. Die bekannten Fastfood-Ketten gibt es übrigens in Patagonien nicht. Nur in größeren Städten, zum Beispiel in Santiago de Chile, La Serena oder Antofagasta. Bei der Anmiete eines Mietwagens ist zu beachten, dass die Mietwagenfirma die Kreditkarte eventuell mit einer größeren Sicherheit vorbelastet. In meinem Fall in Punta Arenas um die 3.000 Euro. Das ist Geld, was man vermutlich für die Reise eingeplant hat, aber nun auf der Karte geblockt ist. Übrigens nicht mit einer richtigen Abbuchung zu verwechseln. Es ist daher ratsam, entweder eine zweite Kreditkarte oder EC-Karte dabei zu haben, über die der Reisezahlungsverkehr dann sicher abgewickelt werden kann. Um den Verfügungsrahmen der ersten Kreditkarte weiter zu erhöhen, kann man natürlich auch vor der Reise etwas Guthaben zusätzlich auf die Karte schieben. In Chile herrscht Rechtsverkehr. Der Chilene verhält sich außerhalb der Städte weitgehend zivilisiert im Straßenverkehr und hält sich auch weitgehend an die Geschwindigkeit. Dennoch ist er flott unterwegs und er neigt gerne zum zügigen Überholen. In den Städten wird auch da gefahren, wo Platz ist, ohne irgendwelche Straßenmarkierung mal zwei- oder gar dreispurig. Ohne stete Umsicht geht es dabei also nicht. In Chile gibt es abseits der großen Verkehrsachsen auch noch viele Kilometer Schotterpisten. Diese haben bekanntermaßen zwei Probleme. Erstens bedeutet die Fahrbahn Stress für die Bereifung und zweitens sollte man an vorbeifahrenden Fahrzeugen eben auch nur äußerst langsam vorbeifahren wegen hoher Steinschlaggefahr. Ein Allradfahrzeug ist grundsätzlich erstmal zu empfehlen, um im Fahrbetrieb die Spur besser halten zu können. Größeren Steinen sollte man eher ausweichen, kleinere Steine und plattgefahrene Abschnitte lassen sich schneller befahren mit vielleicht 60 km/h. Weite Teile des chilenischen Festlandes sind in Nord-Süd-Richtung über die Ruta 5, also die Strecke 5, zu erreichen. Sie ist von Puerto Montt bis La Serena und abschnittsweise darüber hinaus autobahnähnlich ausgebaut. Besonders auf diesem Teilstück ist Maut fällig. Alle paar Kilometer kommt eine Zahlstation, wobei für einen PKW in den einzelnen Abschnitten so ab 1600 Peseten zu bezahlen sind.
von Valparaíso bis La Serena wird man so ca. 20 Euro los. Die Ruta 5 ist im Übrigen auch Teil der Panamericana. In Santiago selbst greift ein eigenes Mautsystem, für die Mietwagenfirmen am Flughafen in Santiago bereits einen sogenannten E-Tag im Fahrzeug installiert haben. Pro Tag werden dafür rund 6 US-Dollar Servicegebühr fällig. Tankstellen finden sich in jeder größeren Ortschaft, meist an den Ortsrändern. Es gibt aber immer einen Tankwart, der das Befüllen des Fahrzeugs vornimmt. Man sagt zum Beispiel Completo Octan 95 für Volltanken Octan 95. Kreditkartenzahlung ist fast immer möglich. Kommen wir mal zur Osterinsel. Weit draußen gelegen, gehört sie doch zu Chile. Die Flugzeit von Santiago de Chile beträgt ca. 5 Stunden 40 Minuten. Auf der Insel sind zahlreiche Hotels mit großer Bettenkapazität vorhanden. Kreditkartenzahlung wird unter anderem angeboten, manchmal ist auch die Zahlung in US-Dollar möglich. Ebenso gibt es entlang der Hauptverkehrsstraße im Hauptort Hangaroa viele Anbieter, bei denen man ein Auto, Quad oder Mountainbike mieten kann. Die Bezahlung per Kreditkarte ist auch hier meist möglich. Pro Tag zahlt man für einen Jeep zum Beispiel 50 bis 70 Euro. Problematisch gestaltet sich der Versicherungsschutz. Sämtliche Schäden am Fahrzeug werden per Mietvertrag dem Mieter in Rechnung gestellt. Auch per Pferd kann man die Insel erkunden, entsprechende Touren werden angeboten. Für Internet gibt es ein Internetcafé an der Hauptverkehrsstraße. Entlang derer gibt es zudem viele kleinere Läden, in denen man Dinge des täglichen Bedarfs kaufen kann, hier vorzugsweise mit Barzahlung. Der Zeitunterschied zu Deutschland beträgt minus 6 Stunden im Vergleich zur deutschen Winterzeit. Englisch wird in den Hotels gesprochen und verstanden, in den kleineren Läden entlang der Hauptstraße aber eher nur so bruchstückhaft. Autofahren ist außerorts mit maximal 60 km/h erlaubt. Die Insel kann über eine ringförmige Strecke, davon 80% asphaltiert, erkundet werden, die entlang der wichtigsten Punkte führt. Punavai heißt die einzige Tankstelle auf der Insel und sie befindet sich in Flughafennähe. Und Vorsicht, es befinden sich oft Rinder und Pferde auf der Fahrbahn. In Hangaroa laufen zudem Hunde, wie in ganz Chile, frei in der Stadt herum. Ampeln gibt es keine, es herrscht normaler Rechtsverkehr. Wer auf kulturelle Darbietung und polynesischen Tanzkünsten steht, ja, der sollte zum Beispiel mal im Kari Kari an der Hauptstraße vorbeischauen. Die Show kostet Eintritt und findet dienstags, donnerstags und samstags statt. Hangaroa bei Nacht ist nicht sonderlich sehenswert, recht ausgestorben ab 22 Uhr. Um den Rapa Nui Nationalpark besuchen zu dürfen, muss man eine Eintrittskarte kaufen. Diese wird effektiv nur am Rano Raraku kontrolliert. Sie kostet 30.000 Pesos. Erhältlich ist sie an einem Kiosk am Flughafen noch vor der Gepäckausgabe. Alternativ kann man sie zum Beispiel auch am Rano Raraku kaufen. Sie ist 5 Tage gültig, aber offenbar nur für den Rano Raraku einmal. Das Klima ist im Dezember mit 23 Grad angenehm und die Luftfeuchte ist nicht sehr hoch. Dazu weht ein leichter Wind. Ansonsten ist die Insel recht staubig. Das gilt besonders für die nicht geteerten Nebenstraßen, die Schotterpisten im nördlichen Inselteil und auch den grob befestigten Wanderwegen, soweit ich mich erinnern kann. Zum Thema Sicherheit: Auch auf der Osterinsel haben hochwertige Smartphones Einzug gehalten. Touristen laufen dort zudem mit großen Spiegelreflexkameras herum um den Hals. Ja, und ich denke mal, man kann sich und seine Wertsachen auf der Osterinsel wohl weitgehend in Sicherheit wiegen. Speziell Patagonien sollten wir uns in diesem Abschnitt mal anschauen. Ja, in Patagonien ist auf der chilenischen Seite der Nationalpark Torres del Paine Anziehungspunkt für viele Ausflüge, Wandertouren und so weiter. Von Puerto Natales sind es zu dem berühmten Felsenturm rund noch 150 Kilometer. Bis ca. 30 Kilometer hinter Cerro Castillo ist die Wegstrecke noch geteert, danach ist sie eine Schotterpiste, die am besten mit einem Allradfahrzeug zu befahren ist. Auch ohne den Parkeintritt zu bezahlen, der beträgt im Übrigen 18.000 Pesos, lassen sich die Felsentürme Torres del Paine bereits gut aus der Ferne fotografieren. Folgt man der Parkstraße, kommt man ca. 35 Kilometer vorher an ein Häuschen, wo der Parkeintritt zu entrichten ist. Im Nationalpark selbst gibt es einige Übernachtungsmöglichkeiten, meist Hosterias und auch wenige Hotels, die jedoch ein Vielfaches kosten. Ich erinnere mich, glaube ich, dass mein Hotel irgendwas um die 200 Dollar die Nacht gekostet hat. US-Dollar wohlgemerkt. Das Klima im Dezember ist nicht wirklich kalt, aber es weht ein böiger, ja, teils kräftiger Wind. Für Trekkingtouren sollte man entsprechende Ausrüstung also nicht vergessen. Feuerland ist im Übrigen noch von weiterem Interesse. Zur Querung der Magellanstraße, also chilenisches Startgebiet, kann die kleinste Meerenge bei Punta Delgada gewählt werden. Die Fähre benötigt 20 Minuten. Bezahlt wird direkt im Kassenhäuschen auf der Fähre.
Für eine Passage mit dem PKW zahlt man 13.900 Pesos, idealerweise in bar. Die Fähre operiert bis spät abends, Reservierungen sind nicht nötig, Wartezeiten können aber bestehen. Je nach Aufkommen werden ein oder zwei Fähren eingesetzt. Einen Anleger gibt es nicht, man fährt per Schiffsladerampe einfach drauf. Eine weitere Überfahrtmöglichkeit besteht zwischen Punta Arenas und Porvenir. Circa 2 Stunden benötigt man für diese Überfahrt. Mit der Fähre von Punta Delgada auskommend sind die ersten 30 Kilometer im chilenischen Teil auf Feuerland noch asphaltiert. Will man nach Argentinien weiter, folgen ca. 100 Kilometer Schotterpiste, die eigentlich nur komfortabel mit einem größeren Allradfahrzeug zu meistern sind. Kurz hinter der argentinischen Grenzstation ist dann wieder alles asphaltiert. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Chile. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge schon einfach anders empfunden habt, sofern ihr schon einmal da wart. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch künftig eine Benachrichtigung bekommt, sofern ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.